Ich danke wirklich sehr. Ich danke sehr für diese Vorstellung. Das war für mich sehr lehrreich, wird es sein. Und auch ich habe doch so manche gemeinsame Situation entdeckt, aus der ich komme. Ich habe dem Herrn Regionaldechan schon gesagt, meine Schwester hat einmal in Saalfelden gearbeitet, in den 70er Jahren. Ich komme auch aus einer Gegend, aus der Oststeiermark, da gibt es eine Frau, wir sind fast Nachbarn, das in den 60er, 70er Jahren wirtschaftliches Depressionsgebiet war. Und meine Geschwister, wir sind 5 zu Hause, sind alle weggezogen, weil eben dort keine Arbeit zu finden war. Meine Schwester war in Saalfelden. Ich muss aber erst fragen, wo sie gearbeitet hat, in welchem Hotel anderen Institution. Auch diese Beschreibung der Pinzgau hat mir sehr gefallen. Das hat mich erinnert, es gibt so etwas Ähnliches auch von den Steirern. Das hat ein bösartiger Wiener mal gesagt. Die mögen wir nicht, ja, und sie, wir gegenseitig. Ja, ist das, nein, ich bin lange auch in Wien gewesen. Da gibt es ein altes Buch, da werden die Steirer beschrieben. Ein wildes Bergvolk hinter dem Semmering, das beim Tanzen stampft und Juhu schreit. Nebenbei bemerkt, ich tanze nicht. Ich habe das nie gelernt, was ich bedauere. Nicht, dass ich jetzt tanzen möchte als Erzbischof, das würde ich auch nicht tun, wenn ich das gelernt hätte. Aber ich glaube, dass ein junger Mensch tanzen lernen soll. Das gehört irgendwie zur Bildung. Die Jugend nickt, das gehört einfach dazu. Ja, auch diese, was jetzt gerade uns sehr anschaulich vor Augen geführt worden ist, dass das auch eine Gegend ist, wo es in der Vergangenheit große Not gegeben hat. Ich erinnere mich zurück aus der Oststeiermark nahe der Grenze zu damals Jugoslawien, jetzt Slowenien. Da war auch im Sommer, wenn die Ernte noch draußen war, was haben wir da gebetet, wenn der Hagel kommt und die Ernte zerstört. Ich kann mir erinnern, aber als kleiner Bub, dann gefragt, warum müssen wir schon wieder beten? Dann hat es geheißen, ja, wenn der Hagel die Ernte zerstört, dann haben wir nichts zu essen. Ich habe einmal dann, als ich schon Priester war und immer wieder auch in meiner Heimat aufgetreten bin im Urlaub, einmal gepredigt, weil ich auch gemerkt habe, dass der Kirchgang, ich komme aus einer sehr frommen Gegend, muss ich sagen, steirisches Bethlehem heißt es. Ein steirisches Bethlehem. Gibt es sehr viele Priester und Ordensleute. Ich bin der dritte Bischof aus dieser Pfarre. Ja. War auch ein bisschen ein religiöser Stolz, ist auch dort. Die Nachbarn haben immer hingeschaut. Ich sage, die sind nicht ganz richtig. Ja. Die Nachbarpfarrer, wurden von Franziskanern geleitet. Ja. Und da hat es ein Franziskaner gewagt, nach dem Krieg ein Pfarrfest zu machen. Da haben wir St. Anna geschimpft, also ich nicht, ich war damals noch nicht auf der Welt. Ich sage, so ein Geld, was bei einem Pfarrfest hereinkommt, würden wir für die Kirche nicht verwenden. Ja? Also jetzt machen die St. Anna auch ein Pfarrfest. Ja? Aber die Franziskaner waren immer sehr fortschrittlich. Ja? Also und da habe ich einmal gepredigt, da habe ich gesagt, schaut St. Anna, weil da hat sich auch so ein Glaube herausgebildet, so ein bisschen aus der Not, dass bei uns nicht hagelt. Ja? In St. Anna hagelt es nicht. Weil schon so viele Priester und Ordensleute und 2 Bischöfe im Himmel sind. Die haben ja so, die meisten haben heilig gesprochen, sagten, die schauen schon, dass es nicht hagelt. Das habe ich einmal gesagt und ich gesagt, Schatz, das, so haben wir geglaubt, das war ein schlichter, einfacher Glaube, ein bisschen ein Notstandsglaube, aber doch, das war ein Glaube, ja. Und da hat mir ein Bauersmensch hinterher gesagt, hat er gesagt, Herr Pater, ich war damals Franziskaner, Herr Pater, wir brauchen nicht mehr beten, wir sind versichert. So ist es auch in der Tat, ja. Braucht man nicht, es geht auch ohne. Ich glaube schon, dass da ein bisschen das durchklingt, wie die Situation ist. Ich sage das immer, das ist natürlich immer ein bisschen plakativ und so schnell hingesagt. Ich denke schon, dass es heute so ist, dass der Mensch über weite Strecken gelernt hat, ich sage das wirklich ohne Ironie, ohne Gott ganz gut zu leben. Nicht nur egoistisch gut, sondern auch durchaus anständig, die sehr bereit sind, überall mitzuhelfen. Wir haben Leute, die wahrscheinlich in Salzburg nicht viel anders sein, die von der Kirche ausgetreten sind, aber beim Pfarrfest
mitarbeiten, da tun sie mit. Oder brauchen dann die Drei-Königs-Aktion denken, bitte, ich bin bereit, einen Tag mitzugehen, irgendwo, könnt ihr mir einteilen, ja, gehe ich mit, aber ich brauche einen Begleiter auch, oder Begleiterin. Allein gehe ich nicht, ich kenne eure Hunde noch nicht, wie bisswürdig und wütig die sind, ja, ich bin ein paar Mal gebissen worden, einmal habe ich einen bei der Küche, der eingeklemmt war. Ja, zum Glück ist dann jemand drin gestanden, der einen zurückgezogen hat. Nein, aber wenn man da denkt, was da an Großartigem geleistet wird. In Österreich, ich war Jugendbischof lange, also 6 Jahre lang, bis zu 15 Millionen Euro werden von Kindern, Jugendlichen und vielen Begleitern, da steckt ja viel Arbeit dahinter, wird gesammelt und man weiß auch, dass hier wirklich, ich glaube, von einem Euro nur 12 Cent für die Verwaltung aufgehen. Das andere kommt wirklich dorthin, mit hoher Professionalität. Junge Leute machen das. Da muss man nur staunen, wie das geht. Und das ist schon eine ganz große Herausforderung für uns Glaubende. Was ist denn sozusagen der Mehrwert, wenn man das so sagen darf, das Surplus, wenn ich aus dem Glauben etwas tue? Ich habe sehr viel mit Jugendlichen gearbeitet, und habe da immer Allianzen hergestellt und gesagt, wir Christen, das tun viele Menschen Gutes, aber wir Christen tun Gutes aus einem guten Grund, weil Gott gut ist. Ich bin auch sehr, sehr arm aufgewachsen, wirklich. Für österreichische Verhältnisse kann man fast sagen, bettelarm. Ja? Und ich habe auch gemerkt, wie schwer es meinen Eltern gefallen ist, wenn ihnen geholfen werden musste. Wenn die Caritas geholfen hat. Das ist ja auch so eine... Bischof Kuntner, Weihbischof Kuntner, den habe ich sehr verehrt, der hat einmal von der Hühnerstall-Mentalität der Christen gesprochen. Ja? Gesagt, da gibt es eine Hackordnung. Ja? Und wirklich, wenn da jemand etwas bekommen hat, wofür er nicht arbeiten musste, sondern weil es ihm geschenkt, da haben wir auch die Nachbarn, wir müssen arbeiten, die kriegen so. Das war nicht leicht, das anzunehmen, diese Hilfe. Das ist auch ein Element, was wir mitbedenken müssen, wenn wir Armen helfen. Vinzenz von Paul sagt einmal, man muss sich beim Armen entschuldigen, wenn man ihm hilft. Vorher entschuldigen, ja, wenn man ihm hilft. Ja? Und ich habe das gemerkt, wie schwer das meinen Eltern gefallen ist. Und ich glaube, ich würde mal die Behauptung aufstellen, dass es das Hilfe leichter annehmbar ist, wenn ich sage, nicht ich, weil ich bin in dieser Position, ich kann dir helfen. Ich helfe dir, weil Gott gut ist. Ich sage das immer, wenn ich Bettlern auf der Straße etwas gebe, dann müssen Sie sich ein bisschen Belehrung, ich hoffe, Sie verstehen es, ja, gefallen lassen. Ich sage, Gott gibt dir jetzt etwas, ja. Man muss Gott dankbar sein. Sie sagen immer, ja, oder, ja, machen Sie alles, ja. Ja, das ist, da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten. Also das freut mich, dass ich sozusagen, wenn ich das so sagen darf, ein Stück Heimat hier auch wieder entdecke, ja. Es ist für mich leichter, ich komme von außen, aber ich möchte nicht als einer kommen, der ganz fremd ist. Das sollte bei Christen ohnehin nie der Fall sein, nicht? Wenn wir den gemeinsamen Glauben haben. Ich möchte nur noch ein Beispiel sagen, ich habe in diesem Impuls da immer gesprochen über, was mich sehr geprägt hat. Ne? Mich hat sehr geprägt, dass ich von der Philosophie komme, ja, Philosophie. Das ist die Kunst, wer hat das gesagt? Die Caritas-Leiterin hat das sehr schön am Anfang gesagt. Dinge sehen, wie sie sind. Wirklich eine gewisse Absichtslosigkeit zu üben. Ja. Wir wissen alle, wie schwer es ist, wenn zum Beispiel mit Bedingungen geliebt wird. Man sagt, wenn die Liebe an Bedingungen geknüpft wird. Oder wie es in der Vergangenheit war, dass der Glaube an Bedingungen geknüpft wurde. Wenn du nicht glaubst, wenn du glaubst, ja, dann gilt das und das. Und wenn hier eine gewisse Absichtslosigkeit nicht da ist, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ich habe gesprochen, dass ich als Franziskaner bin, habe Armut als Kind schrecklich erfahren. Ich habe das auch immer verknüpft mit Schuld. Was ist schiefgegangen? Wir waren 5 Kinder, kleine Bauern, Keuschler, hat man Keixler, sagt man oststeirisch, Keixler waren wir. 2 Kühe, 4 Hektar haben wir bewirtschaftet. Einmal ist eine Kuh einfach umgefallen und tot gewesen. Es war fürchterlich.
Und ich habe immer nachgedacht, immer als Kind schon, was ist bei uns schiefgegangen? Außerdem, woher kommen die Kinder? Das hat mich sehr interessiert. Inzwischen weiß ich es, ja. Haben gedacht, die Eltern können das nicht entscheiden. Weil 5 ist eindeutig zu viel. Wirklich, 5 war zu viel. Dass Gott mit Verlaub so unklug ist, denen 5 Kinder gibt, ja, das geht nicht, ja. Also ich habe das sehr, sehr geliebt, also ich habe darüber gesprochen. Und ich bin dann Franziskaner geworden und habe Armut entdecken dürfen. Als ich Franziskaner war, war ich schon nicht mehr so arm, ja. Also ich habe an vielen Universitäten studieren dürfen, mein Vater wollte Maurer werden. Und das war nicht möglich für ihn. Er war Knecht beim größeren Bauern. Das war, also das hat mich sehr geprägt. Dann habe ich gesprochen über die Entdeckung meines geistlichen Lebens. Ja. Also ich bin mit 23, habe ich mich entschlossen, Priester zu werden. Ich bin nicht berufen worden, muss man sagen, nicht entschlossen. Und da musste ich einiges aufgeben. Ja. Ich war auf Heiraten eingestellt. Ich war in keiner fixen Beziehung, aber das war das Normale. Das haben meine Freunde alle gemacht, aber die meisten sind es nicht mehr, oder schon zum zweiten oder dritten Mal. Leider ist es wirklich so. Und ich wollte das auch, ich musste da einiges aufgeben. Ich habe das einmal so genannt, Gott schließt auch Türen. Ja? Es ist nicht so, dass das Glaubenshaus, auch nicht das Lebenshaus, das immer und überall alles offen ist. Es gibt Türen, die gehen zu, aber es gehen andere auf. Und eine Tür ist für mich aufgegangen und darüber habe ich bei einem Impulstag gesprochen, das war Freundschaft. Was Freundsein heißt, das durfte ich kennenlernen und erfahren bis auf den heutigen Tag, dadurch, dass ich auf etwas verzichtet habe. Gestern in Altmarkt habe ich über unsere Wunden gesprochen. Wir Menschen tragen Schrammen mit uns herum. Das Leben verlangt uns einiges ab, auch der Glaube. Es ist nicht leicht. Wir kennen die Fehlformen. Papst Benedikt spricht einmal von den Pathologien des Glaubens. Und da kriegt man auch einiges ab. Und dass diese Wunden, dass ihre Narben zu leuchten beginnen können, das geht. Und darüber habe ich gestern gesprochen und da auch von meiner Herkunft, die Oststeiermark war Frontgebiet, und auch die große Hexenverfolgung, Hexenverbrennung, das Kriegesgut, das ist eine riesen Hexenverbrennung gegeben. Es gibt auch heute noch ein großes Hexenmuseum, schrecklich, was sich da alles abgespielt hat. Das gibt es so eine Heilsgeografie oder Unheilsgeografie, dass an einem Ort irgendwie da ist, ohne dass man auch sehr oft nicht einmal darüber spricht. Nur ein Beispiel, meine Mutter musste ihren Vater begraben im Krieg. Der wurde ja, erschossen oder ein Granatsplitter und dann, da hat man die Leute gleich im Obstgarten irgendwo begraben und nach dem Krieg wieder ausgegraben und dann ein Begräbnis gemacht. Ne? Das ist meine Tante hat mir das erzählt, sie hat mir das selber gar nie gesagt, das ist ein Russ. Soldat daneben gewesen und hat gesehen, wie die arbeitet und weint. So, warum sie weint? Sie sagt, jetzt ist mein Vater. Ja? Die Mutter ist gestorben mit 11, als sie 11 war, bei der Geburt des 4. Kindes. Sie musste dann weg, sie ist dann 8 Jahre im Pfarrhof aufgewachsen. Ja? Und die Stiefmutter, das war so eine Vernunft-Ehe von meinem Großvater, der hat die Kinder vertrieben. Ja? Da sind sie in den Pfarrhof. Ja? Und das hat sie dem gesagt. Der hat gesagt, wo ist sie, die Stiefmutter? Wollte sie erschießen. Ne? Natürlich nicht gesagt. Ne? Also das sind sehr viele, da wird einem schon ein Rucksack umgehängt, den man nicht einfach so wegwerfen kann. Diese Wunden wurden auch mir gezeigt, das habe ich auch gespürt, dass wenn man große Narben hat, gewisse Dinge so nicht mehr möglich waren. Zum Beispiel, man getraute sich gar nicht so richtig zu freuen. Meine Mutter hat das öfters gesagt, wenn sie in der Kirche große Freude erlebt hat, ist zu Hause ein Streit losgegangen. Ja. Man hat da fast ein bisschen fatalistisch geglaubt, das hat mich geprägt. Das habe ich aber auch, das muss man auch sagen, wir werden ja bald Ostern feiern, da gibt es etwas wie glückliche Schuld.
Exultet, da passe ich immer besonders auf, das würde ich eben sagen, o glückliche Schuld, die du solch einen Erlöser gefunden hast. Das Leben, das so beeinträchtigt wurde und auch wo so viel Ungerechtigkeit, unerklärliche Ungerechtigkeit, dass man gar niemanden so richtig zur Verantwortung ziehen kann, dass so ein Leben glückliches Leben werden kann. Da habe ich den Glauben schon sehr tief und sehr heilsam, lebensdienend erfahren. Und vieles von dem, von dieser meiner Herkunft, ist heute nicht mehr so. Der Mensch ist wirklich nach vielen Richtungen hin, über weite Strecken, wir haben es schon gehört von Herrn Regionaldechend, wenn es gegen Ende in diesen Extrempunkten dann doch wohl nicht mehr, aber über weite Strecken ist es recht gut abgesichert, ja. Es geht. Es geht. Darum ist große Freude, so viele Leute hier zu sehen und sie alle sind engagiert in der Kirche, ehrenamtlich, hauptamtlich, da reicht das größere Teil ehrenamtlich. Wir müssen unsere besten Kräfte, unsere besten Herzen und besten Köpfe zusammenstecken und fragen, was soll Kirche sein? Hier steht es ja schon wunderschön geschrieben, ja? Das stimmt alles, aber ich möchte heute, das Neue heute, ja, über, ein wenig darüber nachdenken, so am Leitfaden auch meines Lebens, was ist Kirche oder was soll Kirche sein heute? Was ist Kirche? Ich möchte wiederum ein bisschen von weit her kommen und anfangen und sagen, der Mensch scheint, und so ist es auch meine Erfahrung, so nicht so geschaffen zu sein für den direkten Weg. Ich habe in der Philosophie eines gelernt, dass der Umweg der bessere Weg ist. Umwege führen auch ans Ziel und sie sind wirklich der bessere Weg. Man sieht mehr, ja, wenn man direkt auf das Ziel zusteuert. Das stört mich ein bisschen bei den Autobahnen mit diesen Lärmschutzwänden, da sieht man überhaupt nichts mehr. Ja, ja, also ich bin sehr, sehr viele Umwege gegangen. Manche waren auch wirkliche Irrwege, da muss man zurückgehen. Von meiner Bundeswehrzeit weiß ich, das sind kürzer den schwersten Sachen, einen Weg, den man schon gegangen ist, wieder zurückzugehen. Ja? Und manchmal ist das notwendig. Aber Umwege sind meiner Meinung nach die Wege, die den Menschen angemessen sind. Ja? Also wir sind für das Direkte so nicht geschaffen. Wir müssen also das rundherum ein bisschen betrachten. Ja? Ich möchte ein paar Beispiele bringen. Ich war 8 Jahre in Rom und habe mit vielen Schwarzafrikanern zusammen studiert. Da habe ich sehr viel gelernt. Die hatten doch so etwas wie einen ursprünglicheren Zugang noch zu vielen Dingen. Da habe ich einen Mitbruder, wir waren im gleichen Kurs, Doktoranden, erlebt aus Madagaskar. Der ist zu mir gekommen und hat gesagt, also der Quadian, beim Franziskaner, der Hausobere heißt Quadian, das ist doch ein unsensibler Mensch. Ich habe so etwas will es bei uns zu Hause nie geben. Was der da gemacht hat. Er hat gesagt, ja, was hat er gemacht? Er hat gesagt, stell dir vor, mein Bruder ist gestorben. Der hat mich geholt. Er hat gesagt, was hat er getan? Er hat gesagt, bitte setz dich nieder. Und er hat gesagt, du, ich muss dir etwas Schreckliches sagen. Und dann hat er mir gesagt, du, dein Bruder ist gestorben. Plötzlich, der ist irgendwie plötzlich gestorben. Er hat gesagt, ja, so hätte es dich auch gemacht. Ich wüsste nicht, wie es an. Er hat gesagt, um Gottes Willen, so macht man das nicht. Er hat gesagt, ja, wie hätte er es tun müssen? Er hätte sagen müssen, du, komm, machen wir einen Ausflug. Gehen wir irgendwo hin, gehen wir spazieren. Einen Tag hätte er mit mir verbringen müssen. Und am Ende des Tages hätte er mir das sagen können. Nicht vorher. Er hätte sozusagen einen Tag mit mir leben müssen. Und dann hätte er mir das sagen können. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Das Innerste, das Zentrale, vermögen wir nicht mit einem schlichten, einfachen Blick und bemühen wir uns noch so ins Auge zu fassen. Ich habe einen Philosophen studiert, Johannes Donskotus, trägt den dicken Beinamen Dr. Subtilis, scharfsinniger Doktor. Der kann sehr, sehr komplizierte Ableitungen machen. Aber nach einem langen Weg sagt er oft nur zu diesem Problem, sicut patet induent.
wie es offen steht dem Schauenden, dem Hörenden, dem Vernehmenden. Aber das ist sozusagen Folge eines langen Weges zu diesem schlichten, einfachen Vernehmen der Wirklichkeit, wie sie ist, nicht wie sie sein soll, wie wir sie uns wünschen, wie wir sie uns vorstellen, wie es unsere Erfahrung uns es lehrt, wie sie sein soll. Das braucht ein Rundherum, das braucht Umwege, und da ist jeder direkte Weg wirklich fast so etwas wie Bedrohliches. Mir fällt dazu ein Beispiel unserer Monstranzen ein, ja? Wenn man schaut, wie wunderschön und filigran und kostbar die gestaltet sind, und in der Mitte ist ein schlichtes, einfaches, fast durchsichtiges Stück Brot, die Hostie. Der heilige Franziskus sagt einmal, anbetracht euch, wisst ihr übrigens beim heiligen Franziskus, wenn man in einer Wortkonkordanz nachschaut, welche Wörter bin, welche Begriffe am meisten vorkommen, ist nichts die Armut. Das ist jetzt nicht rechtfertigend, weil ich jetzt halt Erzbischof bin, ja, sondern, nein, es ist nicht, ist auch nicht die Schöpfung. An erster Stelle steht Eucharistie. Und der heilige Franziskus sagt, von dem Anblick dieses Stückchen Brotes seht die Demut Gottes. Erhabene Demut, demütige Erhabenheit. Und was müssen wir rundherum, ich verurteile das nicht, rundherum aufbauen und ja, uns mühen, was das rundherum gestaltet ist, um diesen Blick, um dieses Zentrum, ich möchte fast sagen, reinzuhalten, offen zu halten, um dieses kleine Fenster in den Himmel durchsichtig zu halten. Also das sind Umwege. Ich habe einmal gehört, der Hanenkurt, der Philipp Hanenkurt, das ist ein Liturgiker, der Nikolaus ist sehr bekannt, vor allem auch hier in Salzburg, hat ja lange auch unterrichtet am Mozarteum. Der hat einmal erklärt, das war sehr interessant, woher die Plastikblumen kommen. Was der Ursprung, heute ist ja der Schreck, jedes Altarschmuckes oder bei Bildstöcken sieht man oft Plastikblumen. Der Gedanke ursprünglich war gar nicht so schlecht. Ja? Die Menschen haben gedacht, Gott gibt uns die Schönheit der Blumen, der Wiese, des Feldes. Wir können nicht den Altar Gottes mit etwas schmücken, was er uns gegeben hat. Das ist so ähnlich, wie es wir als Kinder machen. Wir haben beim Vater Geld gebettelt für die Mutter, etwas zum Geburtstag zu kaufen. Dann haben wir etwas gekauft, was wir zurückbekommen haben, meistens was Süßes. Ja? Das war die Logik. Ja? Ja, dass man das nicht so macht, das dürfen nur Kinder. Und da hat man gesagt, wir müssen selber Blumen machen. Da sind die Seidenblumen entstanden. Und dann hat sich das halt kommerzialisiert und ist eine Plastikblume daraus geworden. Dahinter steht wirklich eine theologische Wahrheit. Gott hat die Welt erschaffen. Der Mensch soll sie wieder erschaffen, soll auch einen eigenen Beitrag dazu leisten. Das ist halt die Natur, die zur Kultur wird. Das ist... Darum geht es da, dass man etwas, und das ist halt natürlich immer ein Abglanz, das ist etwas sehr Kompliziertes, das ist etwas sehr Umständliches, viel Umweg, das wir da zu geben haben. Oder Anbetracht der Tatsache, dass ich jetzt da sein darf, aktuelles Thema, als ich gewählt wurde zum Erzbischof von Salzburg, ich habe nicht daran gedacht, wirklich nicht, das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da auch so mir eine innere Freiheit bewahrt. Bin ja öfters irgendwo genannt worden, ja. Alles Mögliche. Ich habe sogar gehört, man wollte mich einmal sogar als Weihbischof versetzen in eine Diözese. Als Weihbischof, das gibt es mal überhaupt nicht, ja. Man kann hinaufversetzt werden, aber nicht auf gleicher Ebene. Ich hätte mich nicht aufgeregt, wirklich nicht. Aber das wollte man auch mal. Ich habe das alles schon irgendwo gehört, wahrgenommen, aber ich wollte mein Herz, mein Innerstes frei halten. Das ist so ähnlich, wenn irgendwo einen Vortrag gehalten haben, wollten sie mir Geld geben. Ich sage, nein, sie brauchen mir nichts geben, ich bin well off, ich verdiene, ich habe genug zu essen, habe ständig Gewichtsprobleme und alles Mögliche. Also ich brauche kein Geld. Dann sagen die Leute immer, sie können es ja spenden. Und dann sage ich, wenn sie mir das Geld geben, gebe ich es nicht mehr her. Das ist so. Das ist, bei Geld ist das so. Wenn man es hat, gibt man es nicht mehr her. Und bei Gedanken ist es auch so.
wenn man Gedanken, gewisse Gedanken in sich hineinlässt, die tun etwas mit dir, die wirst du manchmal dann nicht mehr los, ja? Und das wollte ich nicht so, ja, wahrgenommen, gehört, Kronenzeitung, hat auch schon die kleine Zeitung, der Steiermark sagen wir, die gottgeliebte kleine Zeitung, ja? Und ich habe das nie wirklich an mich heraus. Ich wollte innerlich wirklich frei bleiben. Das hat natürlich den Nachteil, wenn es dann wirklich kommt, ist alles auf einmal da. Ja? Naja, gut, Erzbischof versagt, ungeheuer, dass aber sowas wird. Ja, und da haben wir gedacht, unser Papst Franziskus, der hat auf die roten Schuhe verzichtet. Das ist ihm ganz hoch angerechnet worden, ja? Ganz hoch. Oder auch auf Mozette und alles mit dem schlichten Weiß ist er da oben aufgetreten, ja? Die haben alle waren begeistert. Mein Bischof, hochverehrter, wirklich hochverehrter Egon Capillari, hat einmal ein Wort gesagt, er ist ein großer sprachschöpferischer Mensch. Er hat gesagt, die Schlichtheit ist hart an der Schmerzgrenze. Aber die Leute haben das ganz gut. Ich dachte, das mache ich auch. Ich verzichte auch auf etwas. Auf ein bisschen mehr Rot, das der Erzbischof von Salzburg trägt. Ne? Na, da wurde ich bald gelehrt, dass das nicht geht. Das geht nicht. Ja? Dann habe ich gedacht, na gut, wenn das nicht geht, dann mache ich etwas anderes. Ich verstehe das, das hat eine Bedeutung für Salzburg, dass der Erzbischof von Salzburg Kardinalsrot trägt. Muss man überall erklären, ich schaue nur so aus, ich bin es nicht, ja. Dann haben sie, ich schaue nur so aus, ja. Das war mir immer schon peinlich, wenn ich unter vielen Leuten herausgestochen bin, ja. Jetzt steche ich raus, ich bin während der Bischöfen zugeteilt, dann irgendwo viele Bischöfe sind, und dann schaue ich mit meinem Soliteo, steche ich heraus, ja, das wollte ich. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das so, ich werde das in Salzburg tragen, aber außerhalb von Salzburg nicht. Auch da wurde ich belehrt, dass das nicht geht. Und da wurde mir etwas erzählt, die Herren, die schon länger, die hier sind, die Geschichte von der Erzdiözese sehr gut kennen, werden wissen, ob sie stimmt oder ob sie nur ben trovato ist, gut erfunden. Da hat man mir gesagt, Paul VI. Hätte einmal eine Kleiderreform durchgeführt, ja, und hätte gesagt zum Erzbischof, Namen nenne ich nicht, ich weiß auch nicht wirklich, wer es war, er solle darauf verzichten, ja, worauf man in Salzburg gewartet hat, bis er gestorben ist, der Papst, ja, und dann ist es der Verzicht nicht schlagend geworden, ja. Ja, also was will ich damit sagen? Das gibt es, das gehört irgendwo dazu, das ist auch sowas wie ein Umweg, das ist auch so etwas wie eine Rekreation, eine Neuschöpfung, umständlich, müsste nicht so sein, aber zeigt etwas von unserer, dass der Mensch gerufen ist, mitzuwirken. Alles ist Gabe Gottes und wir dürfen diese Gabe, jetzt sage ich es mir schon, veredeln, oder auch vielleicht da oder dort ein bisschen verbessern und Gott zurückgeben. Wir dürfen unseren Beitrag leisten, so wie Gottes Wort unsere Antwort. Und das ist nicht nur sozusagen ein Reflex, sondern wir dürfen da frei Gott antworten. Und Kirche ist auch nun so etwas, weil wir von Kirche hier reden oder reden sollen. Kirche ist auch so etwas, ja. Sie kennen ja alle wahrscheinlich dieses Buch, das geschrieben worden ist, oder da, wo es heißt, Jesus hat das Reich Gottes verkündet, herausgekommen ist die Kirche. Und das war gar nicht ironisch gemeint. Das stimmt schon, Jesus hat das Reich Gottes verkündet und dann geht's los, dann kommen die Apostel, dann kommen die Bischöfe, dann kommen die Kardinäle, dann kommen die Pfarrgemeinderäte und das ist Kirche dann. Ich sage immer wieder, die Kirche, so wie sie ist, nicht als mystischer Leib Jesu Christi, sondern auch in ihrer Gestalt, in ihren Strukturen, in ihren Regeln und Begrenzungen, die sie hat, ist ein großes Zugeständnis Gottes an diese Welt.
Das ist meine Erfahrung auch. Gott muss ständig Zugeständnisse machen an diese Welt. Sie trägt ein weltlich Kleid, aber nicht nur, dass das uns drängt, sondern Gott halt sagen muss, ja, macht es halt. Seht das ein bisschen wie die Eltern. Wozu mussten meine Eltern ja sagen? Wie oft haben wir Buben mit drei, die zwei Älteren, die waren ein bisschen weiter weg, aber wir drei, die drei Letzten, ja, wir haben alles was getan, was ihnen nicht recht war. Und irgendwann, das rechne ich meinen Eltern ganz hoch an, dass sie doch irgendwo, ja, oft sehr oft in Gottes Namen, wir wollen das nicht. Aber auch wenn wir in die Kirche gegangen sind am Sonntag, ich bin ja leider auch, das tut mir schon weh in meiner Biografie, an 6, 7 Jahre vielleicht, wo ich nicht in die Kirche gegangen bin. Mich nie gegen Gott entschieden, ja? Nie gesagt, Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben. Aber nur nichts dagegen haben ist halt doch ein bisschen wenig, ja? Wenn man nichts für Gott tut. Gott ist wie ein Besucher. Ich habe schon nichts dagegen, dass du da sitzt. Ne? Aber man muss etwas tun. Man muss eine Atmosphäre des Willkommenseins schaffen. Ja? Der Freude, das ist so schön, dass du da bist. Wie schön, dass es dich gibt, wie die Kinder, Kindergartenkinder sind. Schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst so vermisst. Ja, ja, also meine Eltern, dass sie da oft Ja sagen mussten, Zugeständnisse an die Welt von uns. Und Gott ist auch so. Ich bin jedes Jahr, und vielleicht gelingt es auch hier in Salzburg, mit Jugendlichen ins Heilige Land gefahren. Und immer vom Pfarrer, zwei Jugendliche, der Pfarrer soll zwei Jugendliche nennen, mit denen fahren wir ins Heilige Land, die sich in der Pfarre sehr einsetzen. Und da wollten wir heuer, leider war ich dann nicht mehr, konnte ich nicht mehr dabei sein, wollte ich mit einem Rabbiner, das hat mich immer interessiert, das sind unsere älteren Brüder, die Juden, Brüder und Schwestern, ja, reden über diese Stelle aus Samuel, wo das Volk sagt, sie wollen einen König haben, ja. Und Gott sagt, du brauchst keinen König, ich bin dein König. Wo gibt es ein Volk, das so eine Weisung hat wie du, die Torah? Kein anderes Volk, das ist ein Gesetzbuch, ja, der allerfeinsten Art. Kein anderes Volk hat das. Ich sage, aber die anderen haben ja auch einen König. Ja, aber du bist nicht wie die anderen. Ich bin ein König. Wie geht die Geschichte aus? Das Volk setzt sich durch. Gott sagt zu Samuel, gib ihnen einen König. Denn nicht dich haben sie verworfen, mich haben sie verworfen. Ich wollte mit einem Rabbiner sprechen über die Frage, verliert man etwas, wenn man sich immer bei Gott durchsetzt? Das Beispiel der Eltern würde lehren, nein. Ja, leider ist es zu diesem Gespräch nicht gekommen. Ich bin Erzbischof von Salzburg geworden. Der Rabbiner übrigens, Gott hab ihn selig, ist gestorben. Also das tut mir sehr leid, wirklich. Aber das würde ich gerne noch nachholen. Der hat ganz plötzlich der gestorben. Ja. Aber dieses, dass die Kirche, wie sie ist, eine Rekreatio des Menschen ist, nicht nur. Da ist schon der Kern ist einfach die Kreatio, die Gründung durch Jesus Christus. Aber da ist er wie in einer Monstranz, das sammelt sich wunderbar. Wir schimpfen oft über die Dogmatik. Die Dogmatik ist ein höchst diffiziles und sehr durchdachtes, bis in die letzten Verästelungen hinein, ein System, was Glaube auch bedeutet, bis in die letzten kleinen Zweiglein des Daseins. Das ist Dogmatik auch, ja. Das muss erst einmal einer haben, ja. Also es ist es auch. Aber es ist halt etwas rundherum, wie es auch Karl Rahner einmal so sagt, ne? Das sind Wegmarken, das sind Markierungssteine für das, was im Zentrum ist, was im Grunde bereit liegt für die Begegnung des Einzelnen, wo dann direkte Berührung stattfinden kann. Die heilige Clara sagt, durch die Berührung mit Gott sind wir gleich. Ich habe heute oft den Eindruck, dass Glaube so etwas ist wie bei den alten Griechen, nämlich Prädikat. Dass Glaube etwas an uns ist. Aber Glaube ist nicht Prädikat, Glaube ist Subjekt. Ja, und nicht
etwas an uns und es soll. Es soll, das ist nicht wir, sondern es ist Gott mit uns, könnte man es mit diesem schönen alttestamentlichen Namen Emmanuel sagen. Ja? Also das ist Kirche. Kirche als eine Zurückgabe ist so ein Zugeständnis Gottes an diese Welt. Sie ist, so könnte man sagen, ein lebendiger Kompromiss, den Gott immer wieder neu mit uns schließen muss. Und dahinter steckt wirklich ein ursprüngliches, ursprünglich gefühltes, das ist meiner Meinung nach nicht Abfall, sondern es will mit großem Aufwand, mit großer Umständlichkeit doch etwas lebendig halten. Ja? Gut, ich möchte jetzt einige Punkte sagen, die mir sehr wichtig sind. Diese Zugeständnisse könnten wir jetzt ausdehnen und ausbreiten. So, erhandeln wir uns noch einiges von Gott. Ja? Das kann man schon machen. Aber das hat Grenzen. Das hat Grenzen. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe für alle, die Verantwortung tragen in der Kirche. Es sind nicht nur die Bischöfe und die Priester und die Dekane und die Professoren und Professorinnen, sondern wirklich jeder einzelne Christ und Christin hat hier eine Aufgabe, Verantwortung, verantwortlich mit diesem Glauben umzugehen. Also Gott ist grenzenlos, ja, aber wir nicht. Das erinnert mich an ein Beispiel. Bischof Egan hat mir mal erzählt, da sind Leute zu ihm gekommen, die wollten am Wörthersee am Schiff heiraten. Ja? Und er hat ihnen erklärt, dass das nicht geht. Woraufhin die geantwortet haben, warum geht das nicht? Gott ist ja überall. Worauf der Bischof, schlagfertig wie ist, geantwortet hat, Gott schon, aber wir nicht. Wir sind nicht überall. Ja? Wir sind vornehmlich in der Kirche anzutreffen. Ja? Ja, also wir müssen, glaube schon, und das ist für unsere Zeit meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, aufpassen, dass Kirche nicht zu so etwas wird wie ein Selbstläufer. Das geht schnell. Ich vergleiche das immer mit einem Fluss. Wenn die Sil fließt hier durch, ne? Die Salza. Oh, die Salza. Wieso heißt denn da mit der Sil hier? Falschen Namen, ne? Ja. Na, aber ich heiße mit der Sil. Es sind kein Fluss, ne? Kein Bach. Die Salzach, ja, geht mit die Salzach an. Mit ihnen ist es hier mit den Kindern. Im Kinderpredigt, wenn man predigt, dann frage ich mich, kommen die Antworten nie so, wie man es braucht für die Predigt. Aber nie, das geht immer ganz anders. Aber was das Große ist, es geht immer weiter mit Kindern. Ich bin nie stecken geblieben, wirklich. Ne? Die haben mir Antworten gegeben, die mir überhaupt nicht einpassen. Aber es ist weitergegangen, wir haben das hingekriegt. Sie sind auch so, das spricht für Sie. Ja. Ja, also wenn die Salzach, sagen wir, ja? Ganz richtig, Salzach ist ja klar, das weiß jeder, dass das so ist. Wenn die Quelle Salzach versiegt, hört hier der Fluss nicht zu fließen auf. Das ist auch in der Kirche so. Wir können diese Beziehung mit dem Ursprung verlieren. Und Kirche läuft irgendwie weiter, wie ein Fluss, der ist da. Wir brauchen sozusagen die Quelle nicht mehr. Und das, liebe Brüder und Schwestern, muss ich sagen, das wäre fatal. Das halte ich für die größte Gefahr in unserer Zeit. Weil unsere Zeit ist schon geprägt, den Augenblick absolut zu setzen. Wir tun uns schwer mit diesem ursprünglichen Denken, ja. Jetzt ist es so, das passt, ja. Und Aufgabe von Kirche, vor allem für Sie, die Sie ja alle Verantwortung übernommen haben, wirklich, danke vielmals, vergelt Gott, dass Sie das tun. Deswegen, unsere Aufgabe ist es, hier von heute eine Verbindungslinie zurückziehen zu diesem ursprünglichen Ereignisquelle Jesus Christus von Nazareth. Das ist ein, da geht man viele Umwege. Da gäbe es eine Direttissima. Das, ja, aber wir wissen, haben schon gesprochen, ist nicht immer der beste Weg. Aber die gibt es viele Umwege. Aber diesen Weg dürfen wir nicht scheuen.
Es gibt ein schönes Wort vom Heidegger, Martin Heidegger, ein großer Philosoph, wahrscheinlich der Philosoph mit der größten Wirkgeschichte, ich bin kein Anhänger, im 20. Jahrhundert, Martin Heidegger, der einmal gesagt hat, ohne Herkunft keine Zukunft. Kirche wird ihre Herkunft als das Trittbrett sozusagen für die Zukunft immer nehmen müssen. Wir erleben das heute auf einem anderen Gebiet, auf einem dramatischen Gebiet sehr deutlich, was die Schuldgeschichte ist. Das wird uns heute sehr vor Augen geführt, dass Vergangenheit nicht vergangen ist, sondern dass das eine Gegenwart hat. Ja? Dass man Schuld, die nie bereut, die nie bekannt und die auch nie versucht worden ist, wieder gut zu machen, dass das nicht irgendwo hat er aufgehört, ist nicht mehr da, sondern die ist da. Was wird uns oft vorgeworfen bis zu den Kreuzzügen und bis zu den Hexenverbrennungen? Okay. Ist sicher irgendwo, nicht immer alles ist wahr, ja? Und man kann aus der Kirchengeschichte schon auch eine Kriminalgeschichte machen wollen, aber nicht immer ist alles wahr, aber irgendwo ist das schon. Da war auch immer Schuld mit dabei. Da müsste mal einer mal so argumentieren, wie man sonst theologisch relativ locker argumentiert. So, wir sind heute hier, heute ist es so, also machen wir es so. Ich habe dann diesen Zusammenhang einmal gepredigt von einem, wir reden alle von einem ökologischen Fußabdruck, man müsste auch von einem theologischen Fußabdruck reden. Welchen theologischen Fußabdruck hinterlassen wir, wenn wir so argumentieren, dass wir sagen, Ressourcen, die heute irgendwie möglich sind, die schöpfen wir aus bis zum geht nicht mehr. Andere mussten mit viel, viel weniger auskommen. Es ist eine Frage der Generationengerechtigkeit. Also das ist etwas sehr Wichtiges, dass wir diese Mühe nicht scheuen, Tradition nennt man, das ist fast ein geächtetes Wort, dass wir diese Tradition zu unserem Ursprung, zur Quelle, die Jesus Christus heißt, die einen Ort hat, die eine heilsgeografische Point hat, dass wir diesen Ursprung nicht verlieren. Dazu gibt es ein schönes, ich muss ja aufhören, Sie schauen so. Ja? Dazu gibt es eine schöne Parabel vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater. Was dem verlorenen Sohn aussagt, was heute nicht mehr, meiner Meinung nach oft nicht mehr so ist, er weiß noch, wohin zurückkehren. Er ist weggegangen, ja? Weggegangen vom Vater, hat sich losgesagt, aber er weiß noch, wohin zurückkehren. Ich habe ja oft gesagt, auch gerade mit jungen Leuten, und da habe ich sehr, sehr viel gelernt von jungen Leuten, bin ich wirklich sehr dankbar. Und wenn die Älteren dann sagen, ja, dann gehen jetzt hin. Ich sage, ich finde das nicht schlecht. Also in meinem Leben und meinem Glauben hat es gut getan, dass es auch einmal so etwas gegeben hat wie eine Gottesferne. Das gehört fast ein bisschen dazu. Wie Kinder, die sich nie von ihren Familien lösen können. Ne? Das gehört eine Distanzierung. Liebe braucht beides. Liebe braucht Nähe, das ist ganz wichtig. Aber Liebe braucht auch Distanz. Ich glaube, alle, die länger verheiratet sind, sollen jetzt nicken. Ja? Stimmt. Ja? Ich habe es ja gewusst. Stimmt. Braucht auch das. Und das schadet der Liebe nicht. Das schadet der Liebe nicht. Genauso ist es mit dem Glauben. Glaube braucht Nähe, braucht diese Berührung, aber Glaube braucht auch Distanz. Damit sozusagen in der Distanz dieses Freie, was beim verlorenen Sohn nicht der Fall ist, der kehrt ja nicht um, weil er eingesehen hat, was er erforscht hat. Doch, Magen hat geknurrt, ja. Und da hat er sich erinnert, hallo, zu Hause gibt es genug zu essen, also gehen wir heim, der Vater ist ehrlich barmherzig. Er macht sich das, ist ja ganz schön, wie er das beschreibt. Ne? Der wird mich schon, wieder aufnehmen. Ja? Und hat er recht, ja. Hat das, ja. Aber man soll die Ferne, die Distanz ist irgendwie dazu da, auch wirklich immer wieder neu aus Freiheit Gott Ja zu sagen. Und gerade heute hätten wir ausgezeichnete Chancen, das zu tun. Weil wir heute in vielen Bereichen nicht glauben müssen. Heute, ich habe kürzlich ein Buch gelesen, Glaube als Option.
Das ist ein tolles Werk, wirklich lesenswert, von Hans Joas. Glaube als Option. Es geht. Glaube ist heute etwas, da kann man auch einmal Nein sagen. Religionsfreiheit, ein hohes Gut des Zweiten Vatikanums. Also innerhalb, also dieser Einheit, eine Distanz ist gut. Ja? Die Gefahr, worin heute ist, warum ich heute Probleme habe, das zu sagen, ist, dass man nicht mehr weiß, dann wohin zurückkehren. Wie jemand einmal gesagt hat, wir haben vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Wenn ich sage, ich habe Gott vergessen, dann weiß ich, ich habe etwas vergessen. Aber wenn ich vergessen habe, dass ich etwas vergessen habe, das ist heute das Problem. Ich kann sagen, ich habe jetzt kürzlich das geträumt, schweißgebadet bin ich aufgewacht, dass wir so in eine gottlose Zeit hinein, wo jegliches Orientierungssystem, wohin zurückkehren, wohin sich wenden, dass wir in eine gänzliche Gottesfinsternis hineinfallen. Die Gefahr, ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, obwohl das jetzt wieder in werden muss, weil der Papst redet oft vom Teufel, ja, müssen wir auch anfangen. Das haben wir uns schon lange nicht mehr getraut, den Teufel auch einmal wieder zu erwähnen. Ja. Also ich möchte nicht an die Wand malen, aber ganz, liebe Brüder und Schwestern, auszuschließen ist das nicht. Ganz ist es nicht auszuschließen. Ich habe den Heiligen Vater gefragt, ich war 2 Wochen im Amt und musste oder durfte die Kirchenprovinz, also Salzburg, die Erzdiözese Salzburg mit den Suffraganbistümern, wenn das der Bischof Egon hören wird jetzt, ja, anführen, ja, zum Papst, ja. Und ich habe ihm gesagt, Heiliger Vater, ich bin 2 Wochen im Amt, geben Sie mir etwas mit, wie ich diese Aufgabe gut, halbwegs gut vollbringen kann. Der hat mir 2 Worte gesagt. Vigilanza e misericordia. Wachsamkeit und Barmherzigkeit. Das gehört zusammen. Ja? Diese Wachsamkeit, nicht wie die Katze vom Mausloch, aber wie diese Aufmerksamkeit, dass wir diesen Gott nicht, dass wir nicht in diese totale Vergessenheit Gottes hineingeraten. Da haben wir eine Aufgabe, von der ist niemand zu dispensieren. Ja? Und auch diese Vermittlung, die gerade gegenüber, wie der Herr Dechen gesagt hat, dass doch viele die Kirche verlassen, diese Vermittlung, die Tür steht offen, schönes lateinisches Wort, Porta patet cor magis. Die Tür steht offen, noch mehr das Herz. Ja? Also dass wir das vermitteln, dass wir wie dieser barmherzige Vater, der wartet, der sieht ihn von Weitem kommen, in der damaligen, wie man das damals gesehen hat, diese patriarchale Gesellschaft, wo das Söhnchen das verprasst hat, sein Erbe, und dann da wartet der Vater, bis der heimkommt. Ja? Und läuft ihm entgegen, der Bibel wird ihm gelaufen, wird äußerst selten gelaufen, ja. Es hat keine Marathons noch gegeben, ja. Aber wird nicht gelaufen. Und nur beim Auferstehungsgrab, da laufen sie hin, ne? Da heißt es, sie laufen hin, das ist etwas, was sie laufen hat lassen, und dann, das heißt es auch, der Vater läuft, ja. Also ich sehe mal Kirche, und das möchte ich Ihnen sagen, dass viele, auch große Zeitungen, ich verfolge das ein bisschen, und kürzlich habe ich ein Gespräch geführt mit Professoren, das ist noch ein Relikt aus der Steiermark, aus dem bischöflichen Gymnasium, mit Martin Walser, der das schöne Buch geschrieben hat, Rechtfertigung, eine Versuchung. Die sehen das schon. Die sehen schon, die Welt braucht so etwas wie ein Orientierungssystem. Die sind nicht mehr so, dass sie sagen, die Kirche muss jeden Zeitgeist mittun. Nein, das ist gut, wenn so ein bisschen Kontraposition da ist. Ich habe gelernt, alttestamentliches Volk Gottes sei die egalitäre Kontrastgesellschaft. Egalitär heißt gleich, also nicht besser, nicht irgendwie herausgestellt, wir sind nicht besser als andere. Aber wir müssen so etwas sein wie ein Kontrast. Ich sehe die Kirche, das ist eine der ersten und wichtigsten Aufgaben, sehe ich so etwas wie einen Leuchtturm. Der Leuchtturm, das wissen wir alle, ist nicht das Ziel. Der Leuchtturm, die Kirche als Leuchtturm wäre mit ihren Gesetzen, mit ihren Regeln, mit ihren Geboten, mit ihrer Institution, wie sie ist,
Und der Einzelne, der auf hoher See daher segelt, ja, dass der sich orientieren soll. Nicht nur, wenn er sehr weit weg ist, so direkt ansteuern. Aber je näher du kommst, das Ziel ist, das ist der Hafen. Das Ziel ist das Reich Gottes unter uns. Das Ziel ist nicht, ein braver Christ zu sein, nur nicht zu sündigen, sozusagen ein Vermeidungskünstler in dieser Welt zu sein, in verschiedenen Fettnäpfchen nicht hineingetreten zu sein. Das Ziel ist, dass wir so etwas sind wie ein Leuchtturm, woran Menschen sich orientieren können. Orientieren. Das wäre mal eine ganz erste Aufgabe. Wie lange noch? Wie lange noch? Ich hab aber noch was. So, wie viel? Müsst ihr schon aufhören? Ja. Ich höre auf. Ich hab's gewusst, jetzt gut. Nein, ich möchte aber ein paar Sachen sagen. Und dann erstens, Kirche wird, um Kirche Zukunft zu sein, muss sie so in dieser Welt eine Aufgabe erfüllen, die wird viel kritisiert werden, das macht nichts, das schadet auch nicht. Also ein Orientierungssystem zu sein. Dann Kirche als Sakrament der Erinnerung. Die Erinnerung. Erinnerung ist ein ganz wichtiges Wort. Heute ist es oft so, dass man sehr alles von der eigenen Festplatte herunterladen will. Ich mache das, ich mache das. Der große Religionsphilosoph Romano Guardini, der wirklich kein konservativer Geist war, der sagte einmal das schöne Wort: Wer rettet mich vor der Willkür meines Ichs? Wer rettet mich vor der Willkür meines Ichs? Und er gibt selbst die Antwort: die Kirche. Also die Kirche als ein großes Erinnerungssystem, also Sakrament, Erinnerungssakrament. Ich denke da immer an dieses, ich bin nie Pfarrer gewesen. Also ich habe einmal erlebt in der Ramsau, das sind die Katholiken sozusagen in der Diaspora, da hat der evangelische Pfarrer mich da ein bisschen also examiniert, geprüft und hat gesagt, Herr Weihbischof, wo waren Sie Pfarrer? Da habe ich gesagt, das war ich nie. Dann habe ich gesagt, und Punzo, in der Stadt Punz ist Salzburg, ja, also in der Steiermark sagen sie Kaplan, wo waren Sie Kaplan? Dann habe ich gesagt, das war ich auch nie. Dann hat er zum Dächern gesagt, und von dem lasse ich euch was sagen. Aber er hat nicht gewusst, dass Dechanten bei uns ohnehin sehr selbstständige Denker sind. Ne? Ja. Ja, aber ich habe wenige, immer nicht so viele Begräbnisse gehabt. Ich habe das immer sehr, sehr tief erlebt. Wirklich, sehr tief. Am Mittwoch habe ich jetzt wieder ein Begräbnis gehabt. Wie, wenn man sich diese Situation anschaut, das ist ein Grab, wie tief die Gräber sind, ich weiß nicht, ob es in Salzburg auch so tief ist, in der Steiermark, dann muss das so tief sein. Ein Loch. Und da ist der Sarg. Und das sind die weinenden Angehörigen. Vor allem, wenn es ein wirklich ein tragisches, trauriges Ding ist. Und was tun die Christen da an Betracht dieser Tatsache, wenn man sagt, was gibt es denn da noch zum Reden? Die reden vom Leben. So, ja, hallo, wie passen die zwei Dinge zusammen? Ich habe das immer sehr gefühlt. Wie kann man an Betracht dieser sinnlichen Tatsachen vom Leben reden? Da möchte ich sagen, wenn manche sagen, wenn nicht, ich fühle das so, dann ist es so, dann red aus deinem Gefühl. Also hätte ich meistens sagen müssen, leider. Hier habe ich nichts zu sagen. Bestenfalls schweigen, ja? Und warum können Christen an Betracht solcher Tatsachen vom Leben reden? Ja, nur aus einem Grund. Weil einmal an einem Grab gesagt worden ist, er, der tot war, lebt. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und weil sich Christen durch alle Jahrhunderte hindurch immer an das erinnert haben und nicht nur zurückbesonnen, sondern dessen inne geworden sind. Und interessanterweise, man erlebt es nicht als Widerspruch. Das ist ganz im Gegenteil etwas sehr, sehr Tröstliches. An Betracht dieser sinnlichen Widerständigkeiten zu reden. Beim offenen Grab hört die Subjektbestimmung auf. Gut, zweites, was ganz wichtig ist, für mich sehr wichtig geworden ist, Kirche, der Ort, wo letzte Entscheidungen fallen können. Ich bin ja mit 23 Jahren immer da bekehrt, zuerst bekehrt und dann habe ich meine Berufung zum Priestertum erfahren. Zuerst wollte ich nicht Priester werden, gesagt, nein, das geht schon mal überhaupt nicht. Ich hatte in meinem Abschlusszeugnis Hauptschule von 12 möglichen 9 genügend. Ja? Und jetzt bist du
ein Gymnasium machen müssen und studieren und es geht um, ich meine, außerdem will ich heiraten, ja. Ich bin zwar nicht, ich habe in keiner Beziehung gelebt, aber das war das normal und es wird schon kommen, ja. Wird sich ergeben, ja. Gut, also, und die wollte es nicht, immer das kann ich nicht alles erzählen, wie schwer das war, mich da durchzuhängen. Und als ich so ein zaghaftes Ja gesprochen habe, ein zaghaftes, dann hat sich das umgedreht. Dann wollte ich Priester werden und immer gedacht, ich darf nicht. Mir alles eingefallen, was ich schon alles angestellt habe. Bitte fantasieren Sie nicht nach. Ich war nicht so schlimm, wie ich hier rede, aber ich habe halt nicht geglaubt. Ja. Das muss man aber aufpassen, dass die Leute nicht anfangen zu, was sollen die alles angestellt? Ja, gut. Und dann wollte ich unbedingt, und dann habe ich gedacht, ich darf nicht. Ich habe die Chance verspielt. Wie oft habe ich das schon gedacht? Die Gnade verspielt. Die Zeit der Gnade nicht erkannt, wenn Jesus über Jerusalem weint. Du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Da bin ich ins Heilige Land gebildet, mit der Bibel in der Hand. Ja? Ich habe erzählt, also in Nazareth habe ich gebetet, dort, wo die Grotte ist, intensiv, innig. Gott, zeig mir, ob ich Priester werden darf. Ist ein Franziskaner gekommen und hat mich hinausbefördert, hinausgeworfen von der Kirche. Ja? Heute, was ich Briefe kriege, wie Leute austreten wollen, weil ein Pfarrer oder irgendwer ein bisschen was gesagt hat, ja? Ich sage immer, nicht abschrecken lassen. Hinter solchen Erfahrungen sitzt auch Gott, ja? Für mich war das eine gute Erfahrung. Ich bin Blutspender und damals ist man auf der Straße abgefangen worden, Blutspenden zu gehen, wenn Leute, Kinder, also Operationen kommen, mussten die Eltern das Blut mitbringen, ja? Wollte ich zweimal gehen in einer Woche, ja? Und die Ärzte gesagt, das geht nicht. Ich habe mein ganzes Geld dort hergegeben. Ich war im Grab Jesu allein drinnen und habe gebetet und gesagt, lieber Gott, hier musst du mir das zeigen, ob ich Priester werden darf. Und ich kann mich erinnern, wie traurig ich war, als ich vom Heiligen Land weggefahren bin. Ich wusste es nicht. Wissen Sie, wo ich das erfahren habe? Als ich einen Priester, es geht jetzt nicht um einen Priester, da geht es um eine kirchliche Struktur, als ich einem Priester gegenüber gesessen und meine Not geoffenbart habe. Und der mir dann gesagt hat, ja, wenn das dann nicht und wenn das schon, bis das der Fall ist, immer, ja, ein bisschen schon, ein bisschen nicht. Und dann zum Schluss hat er das Wort gesagt, es gibt das schöne Wort, das Wort, das du brauchst, das kannst du dir nicht selber sagen. Die Christen sind zutiefst auf Gemeinschaft angelegt, auch die Bischöfe sind auf Gemeinschaft angelegt. Das Wort, das ich brauche, kann ich mir nicht selber sagen. Dann hat er mir ein Wort gesagt, sagt, im Vertrauen auf Gott, der das Anfangen schenkt, und der die Vollendung schenken wird, sollst du es wagen. Und ich kann Ihnen sagen, da kommen mir immer fast die Tränen, ja. weil ich das so tief erlebt habe. Das ist die einzige Entscheidung. Also es gibt eine zweite, das ist, dass ich Erzbischof bin, weil ich bin noch zu jung, um das zu bereuen. Aber das ist die einzige Entscheidung in meinem Leben, die ich nie bereut habe. Nie. Aber es ist auch auf und ab gegangen. Das war ordentlich gescheit. Also, der Ort von Letztentscheidungen. Das gibt es ja. Entscheidungen gibt es. Wir kennen die Sakramente, wir kennen die Erzwissen. Das braucht es. Und Kirche soll sein, das nehme ich auch aus meiner Geschichte, weil ich bin schon bald fertig. Ein Ort, wo man gut atmen kann. Das habe ich auch in meiner Gemeinde erlebt, gerade weil der Herr Regionaldechant das mit Selbstmorden angesprochen hat. Das ist bei uns in St. Anna auch immer wieder passiert. Und die Angehörigen, die mussten was mitmachen am nächsten Sonntag. Da war der Opfergang, ja. Die mussten da von da hinten vorne, ist der Altar, und da ist ein Tischel mit einem Körbchen, und die mussten da vorne ihre Opfergänge mit. Das war ein Spießrückenlauf. Das war wirklich ein Spießrückenlauf. Also der Ort des liebevollen Anschauens oder Wegschauens. Das ist gerade, dass man Menschen ist, wenn es Menschen sehr schwer geht, dass sie die meiden die Kirche, wenn alle drin sind, überhaupt interessant. Ich habe manchmal den Eindruck, Kirchen werden gerne besucht, wenn die Gläubigen nicht drinnen sind. Das ist ein bisschen wirklich. Kirchen gehören zu den meistbesuchten Objekten in unserem Land. Ja? Warum dieses liebevolle Anschauen oder Wegschauen, sehr oft gerade der leidende Mensch, dass man nicht wegschaut, um auszuweichen, sondern wenn man nicht helfen kann, dann wegschauen. Ja? Sartre, ein Atheist, ein wirklich radikaler Atheist, hat eine Phänomenologie des Schauens entwickelt. Der war, Schild. Und der wurde gefragt am Ende seines Lebens, ja?
ob er denn nie eine Gotteserfahrung gemacht hat. Dann habe ich gesagt, nein, nie. Dann habe ich gesagt, doch, einmal habe ich eine Gotteserfahrung gemacht. Ich habe gezündelt in unserem Badezimmer. Da habe ich etwas angebrannt. Dann hat er es verduscht als kleines Kind. Dann hat er sich erinnert, aber Gott hat es gesehen, das Auge, ja. Das Auge, das hat es gesehen. Und in alle Ewigkeit wird nicht vergessen werden, du hast gezündelt. So schaut Gott nicht. Dieser Ort des liebevollen Umgangs miteinander, das wird die Zukunft sein. Das ist nicht ein Allerlei und über alles überwechseln. Das ist eine Correctio Fraterna nicht geben darf. Ein brüderlich-schwesterliches sich zurechtweisen, das brauchen wir. Das sind auch Worte, die wir uns selber nicht sagen können. Ja? Das muss es sein, ja. Gut, ich höre auf, ja. Dankeschön.